So, Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Smash. Ja, wir spielen heute auf der Map Library und ich habe gerade schon mal einen Typ gefickt. So, und ich will mal sagen, ich habe jetzt gerade wieder richtig Bock auf Smash. Darum würde ich mal sagen, wir zocken jetzt mal ein bisschen. Okay, und der erste wäre schon fast tot gewesen gerade. So, und ist der Server laggt. Okay. Und ja, jetzt ist der irgendwie weg. Okay, passt. So mag ich es irgendwie nicht. Außerdem, warum lädt jetzt mein Doppelsprung? Ich habe doch gar nicht diese Smash-Attacke gemacht. Okay, jetzt hast du irgendwie mir angelegt. Das war aber ein großer Fehler, mein Lieber. Das war ein grober Fehler in deine Leben. Glaube ich. Hoffen wir mal. Weil, ich habe jetzt gerade keine Bock hier mit, hier gegen den zu verlieren. Weil das war ja voll die Schande für mich. Oh nein, 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 nein. Der hat eine Oh Gott, der hat eine Feuerblume. Scheiße, 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 scheiße. Warum finden die immer alle so gute Items? Das ist ja, ach Gott. So, eine Mine habe ich gefunden. Okay. Das ist sehr episch. So, ich werde die mal hier runterwerfen auf den. Oh, nee, okay, das hat nichts gebracht. Das war jetzt... Was? Was? Was meinen die? Was sehe ich jetzt? Nee. Ehrlich gesagt gar nicht ein. Oh nein, oh nein, 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 nein. Der hat so ein... Oh Gott, der hat ein Spawn-Egg von einem Gast. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Das ist ja krank hier. So, jetzt habe ich so einen Speed-Trank. Okay. Ich komme... Oh nein. Oh Gott. Scheiße. Alter, der... Es ist nicht so schlau, sich mit so fetten, ausgerüsteten Leuten anzulegen. Nein. Oh Gott, ich bin nur in meine eigene Mie rein. Passt, ne? Läuft bei mir. So. Ach Gott, ich bin immer noch nicht den Doppeljump gewöhnt, weil normalerweise sterben die Leute dann, wenn es keinen solchen Doppeljump geben würde. Just a crappy snowball. Oh krass. Okay, also einer wurde schon getötet, da habe ich mitgeholfen, ich bin voll stolz auf mich. Aber mir wurde trotzdem nicht der Kill gegeben, das ist natürlich sehr nett. So, aber jetzt habe ich mal jemanden umgebracht, das ist auch schon mal was. Und ich bin auch der Letzte mit noch einem Leben und einer schon eliminated, sozusagen. Also mit allen drei Leben bin ich der Letzte, ne? Ich bin der Erste, also ja, das ist sozusagen der Letzte wahrscheinlich. Hoffentlich mal, der erst ein Leben hat. Oh Gott, nein, nein, oh Gott, ich habe mein ganzes Jetpack verschwendet. Und es hat trotzdem nichts gebracht, okay. Ach, das ist schade. Das ist sehr schade. Aber ich hatte auch schon richtig viel Schaden. So, das war natürlich der Grund, mein ganzer Schaden. Also, ist ja klar. So, der hat jetzt so eine... komische Mine, die er natürlich wahnsinnig klug einsetzt. Also, es gibt nichts Klügeres, als die einfach irgendwo ins Nichts zu werfen. So. Oh, und der, okay, der hat scheinbar nicht so die Skills, der Typ hier. Oh, jetzt hat er mich gerade gehittet. Oh Mann. Was? Ich hocke auf dem. Also, ich weiß gar nicht, wie das geht. Oh, oh Gott. Alter, da wäre ich fast in den Abgrund gerannt. Das wäre ja nicht so schön gewesen, ne, meine Freunde. Und ich bin auch der Letzte mit nur noch zwei Leben. Also, ich bin immer hier so ein bisschen voraus den anderen, ne. Also, beziehungsweise, ich hab als längstes alle Leben immer. Das ist voll cool. Oh, jetzt kommen wir euch den. Oh, oh, jetzt habe ich ihm aber richtig fett Schaden gegeben. So, und jetzt, ist ein crappy Snowball auf die Werfen. Und, oh, ich habe ihn wieder oh, Alter, das ist ja gerade richtig skillig, was ich ja abliefer. So, der wird jetzt erstmal sterben. Okay, Instant-Teleporter, das ist gut. Das kann einen immer, manchmal auch retten, aber nicht immer. Also ein Jetpack ist zum Beispiel besser, finde ich. So, und der Server hat gerade wieder ein bisschen geleckt, aber das macht der Shotbow in letzter Zeit ab und zu mal. Ein bisschen schade. Okay, und da hinten ist eine Granate. Leider ist er nicht reingegangen, der Typ. Leider nicht. Aber das kommt natürlich alles noch. Keine Sorge. So, und der eine ist auch wieder tot. Das ist ja gut. Und jetzt noch der. Und? Oh, nee. Leider nicht. Oder was? Oh, okay. Das wollte ich eigentlich gerade machen. Aber hat nicht so viel gebracht. So. Ah. Okay, jetzt habe ich einen Player-Grabber, auch wenn ich nicht weiß, was es bringt. Und? Okay, ja. Es hat mir irgendwie nicht so viel gebracht. Aber jetzt kann ich den wieder ein bisschen... So. Zack. Und 83% und 87% und... Alter, der hat irgendwie nicht so die Mega-PvP-Skills, habe ich das Gefühl. naja, passt. So. Zack.
Und zack, zack. Und ich kann den mal so schön hitten, so, ne? Ohne dass der mich irgendwie hier erwischt oder so. Jetzt hat er mich gerade einmal erwischt, aber das ist doch oft sehr schön hier. Und jetzt habe ich einen. Oh, jetzt habe ich einen. Oh. Oh. Okay, ich kann auf mich selbst ansetzen und jetzt bin ich auch tot. So, das wer sich gerade gefragt, was das war, das war so ein, oh Gott, Rocket Launcher ist das, glaube ich, ne? Damit kann man so übelst fett so Damage machen. So, und ich würde mal sagen, jetzt ist die Runde vorbei. Ich habe natürlich gewonnen. Ich bin mal gerade noch schön mit dem Jetpack rausgeflogen, voll romantisch. Ja, und ich würde mal sagen, ich schaue es gerade mal, kann ich hier direkt in irgendeine rein, in eine Lobby? Ah, nee, hier habe ich es gerade ganz knapp verpasst. Okay, aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann. Ach Gott, ist nicht echt gerade keine Lobby hier. ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann jetzt. Ja, gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, und da sind wir auch schon wieder. Und zwar jetzt auf der Map Fort Sponge. Ja, ich find's so witzig. Das ist irgendwie cool, oder? Finde ich echt. Also, ich finde es sehr schön. So, ich würde mal sagen, wir beginnen direkt. Und zwar gleich mal, indem ich ein Brot fresse. Und jetzt sind wir bereit. Jetzt sind wir gut ausgerüstet für den Kampf mit unserem Brot. Und jetzt können wir denen hier mal fett fräse geben. Fresse geben vor allem. Das ist, ne, sehr klug. So, und der ist auch schon mal gleich tot. Das ist sehr vorteilhaft für uns. Für den jetzt nicht unbedingt, aber das stört uns ja nicht. So, perfekt. Und jetzt, ich würde mal sagen, ich gehe da rund. Ah, geil, da oben war so ein Bogen. Oder so ein Shotbow vielleicht sogar. Ich mag aber so normale Bögen, ehrlich gesagt, mehr. Nee, okay, das war aber ein Shotbow. Der hat es jetzt gerade gehabt. Und wäre jetzt fast gestorben, dank mir. Dank meiner Wenigkeit hier. Meiner Geilheit natürlich. So, wo ist der? Wo ist der? Ach, hier. Da, seht ihr? So kriegt man die. So kriegt man sie immer. Ja, da. Yes, ich hole ihn. Seht ihr doch? Ich hab's gesagt. Das ist doch wirklich wunderschön war das, oder? War eine wunderschöne Aktion. Ich weiß. Müsst ihr mir nicht so oft in die Kommentare schreiben. Ich weiß es schon selbst. So. Da hat gerade jemand einen Teleporter einfach sinnlos verschwendet. Das war ja auch ziemlich skillig. So, und ich hoffe mal. Okay, der checkt gerade nicht, dass da eine Granate ist. Okay, ja, läuft bei dem. Ist jetzt einmal von der Granate getroffen worden. Nee, das ist gut. Für uns. So. Ah, Gott, das war blöd. Fast hätte ich ihn getroffen. Fast, aber nur leider. Oh ne, da hat jemand den Shotbow. Aber jetzt ist er auch wieder weg. Der Shotbow, der gute. Der gute Shotbow. Okay, jetzt bin ich auch leider tot. Ich hatte aber noch immer 3 Leben. Bis jetzt dann alle immer nur noch 2 dann, ne? Und ich hatte noch immer 3. Das ist voll cool. So, das ist cool. Das ist hui. Okay. Los. Da oben ist ein Jetpack. Mein Lieblingsitem. Also, naja, eigentlich nicht. Aber ich mag es trotzdem irgendwie. Irgendwie, vielleicht auch, weil es nützlich ist. Das ist aber nur so eine Theorie. So, ich probiere es mal gerade da hochzukommen, aber Jump-Runs mit diesem Doppelsprung finde ich so mega schwierig. Die sind echt nicht so einfach, finde ich. Ich weiß nicht warum eigentlich, aber das ist wirklich ganz übel schwer zu kontrollieren, dieser Doppelsprung, finde ich. Also wenn es so um genaue Sachen geht, dann ist er richtig, richtig hart zu kontrollieren. Richtig hart. Oh Gott, okay, was hat der jetzt für Probleme hier, der Typ? Der hat doch irgendwie, ja, der bringt nur so Schwulitäten gerade. Ah ne, jetzt komm, ich kann diese Jump'n'Run nicht schaffen und jetzt ist das Feuerzeug sicher schon die Sponge. Das ist doch traurig. Leute, ich mag sowas nicht. Okay, aber das mag ich schon, dass der jetzt stirbt. Das ist auch was ganz Cooles. Da bin ich immer wieder stolz auf mich. Und jetzt, da ist ein Jet. Oh nein, nein, das ist mir direkt vor der Nase. Habt ihr das gesehen? Das ist doch unverschämt. Findet ihr auch, oder? Also das ist wirklich, das ist jetzt wirklich richtig unverschämt hier. So. Aber der Typ hier, der kriegt von uns immer kräftig auf die Fresse. Und so genau wahrscheinlich auch diesmal. Hoffe ich mal. So. Ah. Okay, jetzt hat er mich aber zweimal hintereinander gut gehittet. Aber das wird sich natürlich nicht wiederholen, hoffe ich mal. So, für den. Weil ich weiß, wo der wohnt. Nein, Quatsch. Ich bin doch nicht so böse. Quatsch. Ich bin doch netter. So, da hat gerade irgendjemand wieder eine Granate platziert und der hat gerade ernsthaft jemand 200% Schaden. Wie kann der das hier überleben? Das ist doch krass. So. Okay, also der hat jetzt schon 60%, obwohl der
vor uns einmal gestorben ist. Und da hatten wir schon wieder so 30, 40, sowas. Sowas ungefähr. Alter, fuck. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Ich hasse das, wenn manchmal einfach der Doppeljump nicht mehr lädt und dann kannst du einfach nicht mehr doppeljumpen. Das ist irgendwie kacke. So. Ach Gott, nein, jetzt. Ach nee, jetzt hat er wieder so ein Schwert, ne? Das ist blöd, weil. Ach Gott, der hat auch noch Speed. Speed, also gegen den haben wir wahrscheinlich nicht so viele Chancen. So, aber wir stellen uns einfach mal zusammen mit dem rein dort. Okay, die können sich ja mal gerne prügeln. Das stört doch keinen Menschen. Außer vielleicht sie selbst. Okay, jetzt bin ich hier den ganzen Weg hochgegangen für so ein Snowball. Das ist auch cool. Der bringt ja nicht mal so viel, dieser Snowball. So, und der hat natürlich schon wieder ein Schwert, läuft bei dem. Okay, jetzt bin ich. Ach, da. Jetzt habe ich auch nur noch ein Leben. Okay, jetzt wird's aber spannend. Jetzt wird's aber spannend, meine lieben Freunde. Jetzt haben alle nur noch ein Leben. So, und die sind jetzt. Ach Gott, scheiße. Ich will immer so sneaken. Das ist scheiße. Und dann mache ich mir diesen. Mache ich mir diese Stampfattacke. Das will ich eigentlich gar nicht. Weil das ist ja was voll Verschwendung hier. Aber ist das auch schon wieder geladen. Und ich würde gerne jetzt so ein. Oh Gott, der macht mit wo einem Hit macht der 14% Schaden. Was geht ab? Das ist ja voll übertrieben mit dem Eisenschwert. So, aber jetzt, das kann ich mir natürlich gleich wieder schön ein bisschen heilen. Heile machen mit Steaks. Das ist ziemlich gut. So, und der Typ da, wer auch immer jetzt noch übrig ist, der ist auch der Letzte. Ich glaube, das ist dieser Typ, den wir immer auf die Fräse gegeben haben. Das wäre natürlich cool. So, wo ist der jetzt? Wo ist der? Ach, da hinten ist der. Okay, sag's doch gleich. Okay, der hatte die Granate nicht mal so gut geworfen. So, ach Gott, ich habe noch gedacht, ich kann den jetzt vielleicht selbst reinwerfen, aber okay. Ganz so blöd ist jetzt auch wieder nicht. Ganz so blöd ist nicht. So, ich würde mal sagen, ich probiere es nochmal hier runter zu gehen. Oh Gott. Ich habe einen Instant-Teleporter. Oh, da ist ein Diamantschwert. Oh, perfekt. Okay. Oh, Diamantschwert gegen Holzschwert. Was wird wohl gewinnen? Ich hoffe mal. Ah, nein! Nein! Wieso musste der jetzt eine Feuerblume kriegen? Nein! Oh Gott, Leute! Oh Gott! Okay, das war jetzt... Ich habe das Gefühl, ich kriege in diesem Spiel nie so gute Items wie der andere. Da habe ich schon gedacht, ah, geil, ein Diamantschwert kriegt eine Feuerblume. Ach, das ist echt... Das ist echt kacke jetzt. Ja, ich würde mal sagen, dass... was ist das mal für die Folge? Gott, da habe ich gerade mit dem Mikrofon hier Rumschwulitäten gemacht. Ja, und ich würde mal sagen, ne, das war's jetzt für die Folge. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so Smash findet, ob ich da mehr bringen soll. Wie ungefähr bei jeder Spielmodi. Ansonsten über Feedback würde ich mich natürlich auch ansonsten immer wieder freuen. Und ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wohl morgen wieder. Bis dann, bleibt schleimig. Ciao.